Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch heute das perfekte Päckchen mitgebracht. Und zwar handelt es sich hierbei um neue Stanzformen und ein Produktpaket namens Schachtelweise Liebe. Es gibt ein wunderschönes Stempelset dazu und eben eine passende Stanzform. Die findet ihr in dem neuen Jahreskatalog von Stampin' Up. Und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie die Stanzform funktioniert. Und zwar insofern, als dass wir einmal das Grundgerüst herstellen. Das sonstige Geschmückte lassen wir weg. Ich möchte euch nur auch noch eine andere Variante zeigen, wie ihr das Päckchen selbst nutzen könnt, beziehungsweise eben basteln könnt. Wir fangen damit an. Alle Informationen zu diesem Päckchen findet ihr auch bei mir auf meinem Blog. Link ist unten in meiner Beschreibung drin und wir legen einfach direkt los. Ihr braucht ein Stück Papier. Ich habe mir hier Flüsterweiß genommen, ganz normal, in 15 mal 21. 15 ist eigentlich ein klein wenig, ihr seht das, zu wenig, ganz minimal. Ihr müsst aber gucken, wie ihr das durch die Big Shot kriegt. Ich bin immer für Papier sparend und ich habe die normal große Big Shot und diese Stanzform passt genau so dadurch. Ich zeige euch das. Ich weiß, dass man das eigentlich eher so machen sollte. Das könnt ihr machen, wenn ihr letztlich das Papier auseinanderschneidet. Ich zeige euch einfach mal die Variante, wie wir es jetzt so reinlegen würden. Das wäre folgendermaßen. Dann passt es ganz genau durch. Oder aber ihr schneidet euch das Papier nochmal in der Mitte durch. Dann könnt ihr es natürlich auch normal durchlegen. Das machen wir gleich. Wir schneiden einfach nochmal das Papier durch. Allerdings als erstes müssen wir das Papier bestempeln. Und da habe ich hier die Farbe Ananas genommen und das passende Stempelset. Das ist dieses Schachtelweise Liebe. Und da habe ich die Blüten genommen, das nehme ich jetzt auch und habe die hier schon auf meinem Acrylblock. Die Farbe nehmen wir wieder Ananas. Das ist die Incolor-Farbe aus dem letzten Jahr. Ich finde die schön, weil die so richtig schön ja, farbenfroh ist. Und da geht ihr jetzt einfach einmal querfeldein, überall drauf. Achtet darauf, dass ihr überall Blumen habt. Dreht auch immer mal gerne euren Stempel, damit das Motiv nicht zu gleich ist. So. Und jetzt fehlt hier unten noch eine Ecke. So. Unser Papier ist quasi fertig. Jetzt schneiden wir das einmal in der Mitte durch. Ich nehme dafür jetzt ausnahmsweise meinen Dale, weil der hier schon steht. Normalerweise würde ich natürlich den Stampin' Up Papierschneider nehmen. Es ist in der Länge 21, also schneide ich bei 10,5 durch. Der Vorteil ist jetzt natürlich, dass beides schon durchgestempelt ist. Und ich jetzt das Ganze genau ausrichten kann. Wenn ihr darauf achten wollt, papiersparend zu sein, dann überlegt es euch auch, ob ihr das so handhaben wollt. Natürlich könnt ihr auch auf 15,2 gehen. Ihr merkt aber, wenn ihr es richtig anlegt, dann geht euch einfach nur ein bisschen von der Klebelasche verloren. Also sonst nichts. Ich empfinde das eigentlich immer als nicht so tragisch, wenn da minimal was von der Klebelasche verloren geht und man dafür vielleicht papiersparend ist. Das kann aber wirklich jeder für sich entscheiden. Ihr braucht für die Stanzform, ich zeige euch das nochmal, ich hatte die hier rausgeholt, ich habe die alle auf so Magnetplatten und dann einmal in so LP-Hüllen drin und habe die dann, müsst ihr die zweimal durchkurbeln. So, ich habe meine Magnetplatte darunter, achte jetzt darauf, dass hier der Rand vollständig drauf ist. Bei der Klebelasche, wie gesagt, nicht ganz so dramatisch. Das war das Erste.
Und jetzt das zweite. Das kurbel ich jetzt direkt von der Seite durch. Da muss ich nicht nochmal hin und her schieben. Und das zweite. Ich lege die Big Shot einmal beiseite. So, wir haben also zweimal dieses Päckchen, also die Stanzform perfekte Päckchen, ausgestanzt. Jetzt könnt ihr mit dem Finger nachzeichnen oder mit dem Falzbein. Dran. So, der Trick. Ihr legt das Ganze natürlich einfach so hin. Achtet jetzt nicht darauf, dass das hier ein bisschen blöd aussieht. Wie gesagt, ihr könnt auch Tombow nutzen. Oder wenn ihr die Klebelaschen in der richtigen Größe habt, dann braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. So, achtet darauf, dass ihr jetzt hier genau bündig seid. So, schon ist die Box zugeklebt. Jetzt kommt eigentlich das Interessante, nämlich das Unterteil, wie man das zusammensteckt. Da haben wir tatsächlich lange gegrübelt. Dann gab es eine Demonstratorin aus Amerika, die hat uns das in unserer, auf unserer Homepage gezeigt. Also auf Facebook meine ich. Und ja, es ist eigentlich relativ einfach. Ihr steckt die beiden Laschen rein. Ja, so, da müsste ich mal eben schauen. Ich glaube, die habe ich noch nicht richtig nachgeknickt. So, also diese beiden werden reingesteckt. Dann schaut ihr, dass ihr hier übereinander kommt. Und dann, Sekunde, der ist auch nicht geknickt. Und dann knickt ihr das Ganze einmal zur Seite. So. Und dann geht das Ganze auf, dass ihr das nochmal knapp liegen habt. Und dann könnt ihr sehen, und ich hoffe, das seht ihr jetzt, dass hier Klebelaschen sind. So, und zwar einmal hier und einmal da. Die klebt ihr einfach mit ein bisschen Tombow. Zack, zack, zack. Und dasselbe auf der anderen Seite. Und wenn ihr jetzt die Box schließt, Moment, dann klebt das automatisch an der richtigen Stelle. Ich versuche es jetzt hier langsam zu machen, damit ihr das sehen könnt. Seht ihr das? Und jetzt kleben die beiden Dreiecke automatisch an der richtigen Stelle zusammen und eure Box, oh, jetzt habe ich hier ein bisschen was geknickt. Das sollte natürlich nicht sein. Und eure Box ist fertig. Und ihr könnt das Ganze einfach noch ein bisschen
festmachen. Ja, es war jetzt Vorführeffekt, dass es hier. Also ich sage euch, bei meiner anderen sieht es nicht so hässlich aus. Ihr könnt es hier sehen. Aber das ist immer, wenn ich ein Video drehe, finde ich es sehr schwierig, wenn ich nicht nah genug dran komme. Vielleicht sollte ich dann doch mal meine Brille aufsetzen. Die Box ist auf jeden Fall jetzt vom Grundgerüst fertig. Jetzt gilt es natürlich noch, den Deckel zu machen. Und normalerweise würden wir das Ganze jetzt so machen, dass wir die Seiten hier, ich zeige euch das, nach innen knicken. So. Und dann formt sich das schon von ganz alleine. Und diese Seiten würden wir jetzt hier nach außen packen. Ne? Und dann hätten wir hier diese Lasche, wo es reinkommt. Ich habe mir aber gedacht heute, Mensch, die Form hast du ja hier schon, also auch wenn ich das schön finde. Es gibt ja auch noch diese typische Strohhalmbox. Ich hoffe, ihr kennt die auch noch alle. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, du hast noch einen Strohhalm, passend in der richtigen Farbe. Und wir machen daraus doch einfach jetzt mal eine Strohhalmbox. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch auch. Ist super simpel. Entschuldigung. Und zwar nehmt ihr dafür eine Crocodile oder irgendeine andere Lochzange, die ihr habt, wo ihr ein großes Loch machen könnt. Da könnt ihr jetzt tatsächlich ganz genau ausmessen. Ehrlich gesagt habe ich da aber keine Lust drauf. Ich schaue jetzt hier so ein bisschen Pi mal Daumen, dass ich weit genug unten bin. Dasselbe mache ich jetzt nochmal hier. Mittig und weit genug unten. Zack. Und jetzt gilt es eigentlich nur noch auszumessen, ob erstens der Strohhalm da durchpasst. So, dann sehe ich, das Loch ist ein bisschen zu klein. Das heißt, ich kann das noch ein bisschen ausweiten, indem ich ein bisschen schief da drum loche. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht. Immer wenn ihr so minimal das Loch daneben locht, könnt ihr dadurch eine etwas größere Lochgröße kriegen. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass ihr nicht zu viel macht. Das macht wirklich nur Sinn, wenn es jetzt minimal ist. So. Ich sehe, hier passt es schon durch. Seht ihr? Hier glaube ich noch nicht. Allerdings schaue ich jetzt erstmal, wie lang das Ganze denn sein muss. Und da schneiden wir jetzt mal so ein bisschen von ab. Dann ziehen wir den ein bisschen durch. Dann geht das Friemeln hier einfacher. Jetzt gucken wir, ob das schon hier reinpasst. Nee, da müssen wir nochmal nachhelfen. Ist nicht weit genug auseinander gelocht. So. Jetzt sollte es passen. Ja. Und schon seht ihr, habt ihr eure Strohhalmbox. Die kennt ihr sicherlich. Was gibt es da jetzt zu beachten? Eigentlich gar nichts. Sie sieht auch aus wie dieser kleine süße Werkzeugkasten. Jetzt könnt ihr hier natürlich die Seiten noch ein bisschen kürzer schneiden, wenn ihr sagt, Mensch, das ist mir eigentlich noch ein bisschen zu lang. Die eine Seite ist ja schon schön, deswegen schneide ich die meistens nicht so gerne ab. Ich ziehe das dann ein bisschen rüber, sodass ich an derselben Seite schneide und schneide dann hier ab. Und dann ist die Box fertig. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch das nehmen, wie sie vorgesehen ist. Dann würdet ihr einfach das hier reinknicken und schon ist das hier drin. Ich zeige euch das hier nochmal. Hier könnt ihr das gut sehen. Es ist einfach nur reingeschoben und hier eine andere Variante. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt für heute einen schönen Tag und sage bis bald. Tschüss!